Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim Anniversary Edition mit Rollenspiel. Wir haben gerade gegen Banditen gekämpft, hier ist noch eine. Und zwei mit dicker Eisen- oder Stahlrüstung. Die haben gegen irgendwas hier oben gekämpft, aber ich weiß nicht was. Auf jeden Fall waren sie schon am Kämpfen gegen irgendwas, was unser da Banditenanführer. Das ist der eine, der da drüben war, rechts. Okay. Aber gegen was haben die denn gekämpft? Jo, wir schauen jetzt gleich noch in die Schatzkarte. Und genau. Gegen einer der. Jetzt gehen wir zuerst das Nirnwurz holen, sonst vergessen wir das Nirnwurz. Das haben wir irgendwo hier unten gesehen. Hier ist auch noch irgendwas. Ein Kanin. Haben die gegen ein Kaninchen gekämpft? Ernsthaft? Hier ist sonst nichts. So, schauen wir mal hier drüben noch. Das muss irgendwie ein bisschen weiter oben gewesen sein. Da ist irgendwas. Lehm oder so etwas. Ton. Was ist der Unterschied zwischen Lehm und Ton? Ist Lehm nicht irgendwie. Also Ton kenne ich aus den Dingen, aus Cyrodiil oder so. Also kenne ich einfach aus den Werkstätten und so. Ist eher grau. Aber das ist wahrscheinlich dann Ton. Ist Ton braun? Ja. Keine Ahnung. Aber es muss irgendwie einfach ziemlich gleich sein. Einfach zum Basen und so machen. Krüge. Und so weiter. Oder ist dann einfach Ton eine Mischung? Nein, Ton ist wahrscheinlich natürlich und Lehm ist eine Mischung. Also ich finde jetzt gerade dieses Nirnwurz nicht so direkt. Schauen wir auch kurz auf den Kompass. Nö. Kann ja sein, dass irgendwo ein Krieg ist, also jemand kämpft und so. Ich will ja nicht, dass die armen Dorf, also ja, einfach Händler oder so, die zwischen den Dörfern hin und her wackeln, dann sterben oder so. Oder der Mike, der ist ja auch immer unterwegs und wird angegriffen. Wo war die Nirnwurz? Wahrscheinlich hier unterhalb vom Wasserfall. Ja, der Weg geht ja erst hier dann um eine Ding. Okay, da haben wir auch irgendwas noch hinter dem Wald. Okay, mich interessiert einfach jetzt die Schatzkarte noch. Sollen wir hier schon mal runtergehen? Ich trau mich nicht. Es ist rutschig. Es ist zu rutschig. Also machen wir noch kurz ein bisschen vorwärts. Aber nicht zu schnell. Nirnwurz, wo warst denn du? Da, oder? Ich sehe es, okay. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, Fische, die hoch den Wasserfall hochspringen. Okay, es ist ein Fuchs, was ich gesehen habe. Schade, sind wir kein Bogenschütze. Ich könnte den Fuchs so töten. Ja, für die Alchemie braucht man natürlich dann auch wieder Fuchsfell wahrscheinlich. Oder einfach für die leichte Rüstungen schmieden. Ja, ein Haus lasse ich in Ruhe. Ah, hier haben wir auch noch ein Nirnwurz. Okay. Was ist denn das hier drüben? Ist hier eine orange Bergblume oder rote? Ah, okay. So, einfach hier. Ich dachte, ein bisschen weiter weg noch. Boah. Gut, Flusswald ist auch schon hier. Also, jetzt können wir mal kurz auf die Karte schauen. Ich denke, ja. Es wird eigentlich erkennbar sein, wo das ist. Schatzkarte 1. Das ist Flusswald, oder? Dann sind wir hier sogar in der Nähe. Das sein. Also, wo ist Fluss?
war jetzt das Ende der Insel von Floßwald. Da vorne, dann müsste es eigentlich hier. Da ist ein Baumstumpf. Oder hier vielleicht? Komisch. Hier? Also hier ist der Felsen. Okay, hier ist er nicht. Ist das irgendwie eine verbuddelte Kiste? Eine Truhe? Okay. Ich weiß es nicht. Müsste eigentlich hier sein. Ich schaue nochmal auf der Karte. Sieht es wirklich aus so? Aber man erkennt es kaum. Nein. Nein, habe ich doch gesagt. Ich will drehen. Nein, ich will die Kamera nicht drehen. Okay, ich muss mit der RSD. Geht nicht mit der Maus. Wie es geht, halt nicht mit der Maus. Wie kann man das wieder wegmachen? Ich will einfach wegmachen. Entfernen, okay. Einfach daneben klicken und dann auf Entfernen gehen. Ah, okay. Ah! Ja. Cooles Versteck. Amethyst, Gold 21, Goldbarren, winziger Seenstein, Silberne Saphir-Halskette. Die ist mega viel wert. 580. Nicht schlecht. Das ist ein ausgehöhlter Baumstumpf, okay. Wer hat denn die hier alles gefressen? Sehr gut. Okay. Hätte jetzt nicht gedacht, dass wir das so schnell finden. Aber ja. Schon ein bisschen kompliziert gewesen. Hatte jetzt nicht erwartet, dass das in einem Baumstumpf drin ist. Aber gut. So, was ist denn für Zeit? Es ist Abend. Ja. Wir konnten einfach jetzt noch die linke Flussseite. Haben überall wahrscheinlich Eisen. Ja. Okay. Nicht viele Erze. Also wenn wir Eisen brauchen, gehen wir einfach bei Flusswald vorbei. Aber das brauchen wir jetzt momentan nicht. Wir sind sowieso Magier, also. Wird wahrscheinlich nicht so nötig sein. Und wir verzaubern natürlich diese vielen Händlerrüstungen und was waren noch Priesterrüstungen. Ja. Sehr schön. Wir tun mal speichern. Also meditieren. Ne? Das haben wir jetzt im letzten Part auch nie gemacht. So. Ist die immer noch hier wach? Genau, zum Händler wollte ich ja gehen. Der Hut. Schicke Roben. Seid ihr ein Zauberer oder sowas? Wir haben so viele Robben dann. Wie viel haben wir denn an? 12. Ah. So, dann wollte ich noch mal kurz schauen, ob ich irgendwelche. Ja. Okay, wir haben Felsenhaxe bekommen von einem der Wölfe wahrscheinlich. Gut, ich möchte gerne heilen. Gibt es hier irgendwie einen Priester oder so? Ein Schrein wäre bei diesem Angus Haus oder so. Wie hieß sie denn nochmal? Oh nein, das war irgendwo anders. Dies Beim ist ein Bruder Talos-Schrein zum Himmelsmanns Beispiel. standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Ihr und Feendal mögt dieselbe Frau? Camilla Valerius weiß, dass ich der beste Mann in Flusswald bin. Dieser Elf macht sich etwas vor, wenn er denkt, sie würde ihn mir vorziehen. Ich habe ihn zum Flusswald-Handelskontor hinüberschleichen sehen, um mit ihr zu sprechen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Er vergeudet seine Zeit. Okay. Er hört sich hartnäckig an. Warum nicht etwas dagegen tun? Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht sieht Camilla in Feendal etwas mehr als einen Freund. Aber warum es darauf ankommen lassen? Hier, gebt Camilla diesen Brief. Er ist voll giftigen Unsinns.
Sagt ihr, er sei von Feendahl? Hey, nicht betrügen. Oh. Kann ich hier irgendwo frische Vorräte kaufen? Lukan im Flusswald-Handelskontor hat von allem etwas. Wenn ihr Waffen oder Rüstung braucht, sucht den Schmied Alvor auf. Okay, dann machen wir das gleich mal, weil es jetzt einfach zu spät langsam wird. Sonst ist Feendahl nicht mehr da. Feendahl. Okay, ein Hund. Nice. Ah, das ist der Hund. Ja, genau. Ja, stimmt. Den haben wir schon mal gesehen. Glaube ich. Auf jeden Fall. Irgendwo hier war Feendahl das letzte Mal. Wahrscheinlich vor diesem Hort, kann das sein? Wer hat sonst noch einen Hund? Der Tavernenbesitzer. Kein Feendahl mehr. Sonst müssen wir kurz übernachten. Hat er nicht irgendwo hier das Haus? Ja. Okay, gehen wir mal rein. Er hat noch nicht zugeschlossen. Hallo Feendahl. Wir mal überprüfen. Wir machen es natürlich nicht. Aber ist schon ganz in Ordnung für ein Dorf der Nord. Okay. Hier gibt es eine Schönheit, die in ganz Himmelsrand ihresgleichen sucht. Das steht fest. Könnt ihr mich in Schießkunst unterrichten? Ich zeige euch, was ich weiß. Ah, gut. Also ein Bogenschütze könnte ich dann auch mal noch gebrauchen. Ich hoffe, er. Also gut. Ja. Aber eben der Sven, der ist natürlich besser geeignet. Hallo. Manuel later. Gut, wir müssen zum Händler gehen. Wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Gut, Handelskonto. Ja, so ein Krieger oder so. Einfach immer wieder Ausschau halten. Kenn ich noch. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Ja, ist ja nicht schlimm, also. Ihr habt ja nur gesagt, es geht nicht. Also, Lukan. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Okay, was habt ihr denn? Hallo, Lukan. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünschen kann. Verkauft die Zauber? Oh, etwas hiervon, etwas davon. Ich wollte das unternehmen. Verkauft die Zauber? Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Okay. Gut. Eine blaue Magierrobe. Okay, die hat nur 50. Dunkler Lederrucksack. Oh, sehr edel. Oh, und gut. Ringfähig, Patience, aber kostet zu viel. Aber dann hätten wir bessere Verkaufspreise, auch? Wahrscheinlich schon. Einfach bessere Preise als Verkaufspreise. Oh, ein Jägerrucksack für Bögen. Cool. Ein Magierrucksack. Haben wir, glaube ich, auch schon. Hm? Genau, ist eine Robe. Haben wir, glaube ich, auch schon. Illusion. Okay. Dann noch Pelzsachen. Geringe Ausdauer, Schleichen. Okay. Ist etwas passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Ich könnte euch helfen, die Klaue zurückzuhalten.
holen. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Okay. Now, if you're going to get those thieves, you should head to Bleak Falls Barrow, northwest of town. Das also ist euer Plan, Lucan? Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, ich... Ach, bei den Acht. Na schön, aber nur bis zum Stadtrand. Oh, nice. Danke sehr. Camilla. Schöner Name. Many will later. Gut. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber die Brücke ist aber hier. Von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Okay, wir haben das schon ein bisschen besser mal gesehen. Das Ödsturz-Hügelgrab. Sie müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Ja, okay. Fallen, ne? Trolle. Oh, graue Wulstlinge aber. Ich frage mich, warum nur Lucans goldene Klaue gestohlen wurde. Ich meine, wir haben doch alles Mögliche im Laden, das genauso viel wert ist. Lucan fand die Klaue etwa ein Jahr, nachdem er den Laden eröffnet hatte. Er hat nie richtig erklärt, woher er sie hatte. Er ist ziemlich durchtrieben. Vielleicht kann so eine Kralle auch irgendwie etwas machen, also etwas aufkrallen, etwas drücken. Okay. Dies ist die Brücke, die aus der Stadt hinausführt. Der Weg, den nordwestlich gelegenen Berg hinauf, führt zum Ödsturz-Hügelgrab. Ich sollte wohl zu meinem Bruder zurückkehren. Er gerät außer sich, wenn ich zu lange fortbleibe. Er ist noch so ein Kind. Also irgendwo hier rauf oder so? Ja, also da gab es einen Weg hoch. Aber der führt, glaube ich, hier nach links oder nach Südwesten. Okay. Mara segne euch für eure Bereitschaft, uns zu helfen. Wie weit muss ich noch laufen? Nun, es führt eine kurvige Straße den Berg dort hinauf. Ihr wisst, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, wenn ihr den alten Wachturm seht. Aha. Sobald ihr den Turm erreicht, geht nach Norden. Dann findet ihr das Ödsturz-Hügelgrab noch ein Stückchen weiter oben hinter der Kurve. Ja, wir sollten vielleicht noch ein bisschen trainieren. Ne? Ich habe einen Brief von Fendal. Von Fendal? Das ist ja merkwürdig. Er hat mir noch nie geschrieben. Was schreibt er da? Das also hält er in Wahrheit von mir? Ja. Nun, ihr könnt diesem langohrigen Esel sagen, dass er nicht mehr in den Laden zu kommen braucht. Er ist hier nicht mehr willkommen. Okay, sie glaubt dem Fendal. Okay, Viel Glück. Ja, dann gehen wir kurz zu Sven. So, der müsste noch in der Taverne sein. Wahrscheinlich nicht mehr. Doch, er ist noch hier. Dieser Brief sollte Camilla davon überzeugen, dass sie mit Feendal nie wieder ein Wort wechseln will. Ja, ich glaube nicht, dass Camilla weiterhin ihre Zeit mit Feendal verbringen wird. Das wollte ich hören. Gut gemacht. Ich finde, ihr habt etwas Gold von meinen Trinkgeldern in der Taverne verdient. Okay. Ja, ich kann ihn wirklich fragen. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Lead the way. Ich wusste doch, dass irgendjemand... Meine Gott, die wollen alle Helden sein. Ihr müsst etwas für mich tun. Na schön, was denn? Begleiterbefehl. Du bist im Befehlsmodus, um deinem Begleiter einen Befehl zu erteilen. Bewege die Zielhilfe, bis ein Befehl erscheint und drücke dann E, um einen Befehl zu erteilen. Um den Befehlsmodus zu verlassen, drücke ESC. Was braucht ihr? Geht ihr voran? Bin immer noch da. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Was soll ich nehmen? Also du hast zum Beispiel mal Geld, das kann ich ja. Schlüssel zu Svens Haus kann ich auch tragen. Ring des schwachen Blockens, den kannst du tragen.
Rüstest du es dann auch aus, oder können die Ringe? Also du kannst ja mal schon mal vor allem die Eisendolche mal nehmen. Eisenpfeil, ja, wir können ihm ja mal den Langbogen noch geben. Die anderen Pfeile möchte ich nicht verschwenden. Also Stahldolch, Stahlschwert kann er haben. Eisenschwert kann er auch haben. Und wir benutzen das in Nöten, das Spielzeugschwert von Rin. So, dann kannst du den Helm haben. Oh, geil. Du kannst... Pelz, oh, sexy, sexy Sven, cool, du kannst einen Altowein mal haben, den Barsch, Kartoffelkohlsuppe mag ich ja nicht so. Kürbis kannst du haben. Ja, diese. Ja, ich weiß nicht, Elefanten würde ich niemals essen. Kannst du Wein haben? Ja, ein Met nehmen lasse ich noch. Nein. Was soll ich nehmen? Mehr. Viel mehr. Schriftrolle. Ja, lasse ich lieber in meinem Inventar. Bücher. Ja, nein, die lasse ich auch. Also kannst du ja mal noch die Pelze, Eisenbahn, Eisenerz, Holzteller vor allem. Der erinnert mich an den ersten Holzteller. Oder habe ich den noch nicht? Nein, der wurde mir weggenommen, genau. Auch Jalkiumerz, Silberbahn, Silbererz, Stahlbahn. Pelz. Ziegenfell auch, Ziegenhorn. So, jetzt habe ich mal wieder weniger. Genau deshalb wollte ich einen Begleiter haben und befiehlt nur Der und Fendal ein. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ja, ich gehe in fremde Zimmer, schauen, wie sie schlafen. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Okay. Möchte ich aber anschauen. Helgen soll von einem Drachen angegriffen worden sein. Das sind doch alles Hirngespinste. Ja, es war schon lange her. Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Ach, meinst du? Da haben wir aber etwas dagegen. Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen also entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Jo. Gott, der Bierbach. Hallo. Aus dem Weg, Sven. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ja. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphine. Haben wir schon, aber habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Hier in Flusswald läuft eine Art Dreiecksgeschichte. Feendal und Sven werben beide um Camillas Gunst. Du bist ein bisschen zu spät. Habt ihr jetzt Gerüchte gehört? Das heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Ja, das hat Delphine auch schon gesagt. Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen. Das hast du auch schon gesagt. Jetzt wird der Krieg nur noch. Das hat Delphine auch schon gesagt. Okay. Ja, jetzt ist die Taverne leer. Gut. Weißt du, wir gehen jetzt in der Nacht wegen den Totenbeschwören und so. Also, ich glaube, der eine gehörte nicht dazu. Einfach mal Richtung Weißlauf wieder und dann gehen wir durch Weißlauf Richtung, wie hieß das nochmal? Dämmerstern? Oder Dämmerstein? Nein, Dämmerstern, glaube ich. Also jetzt schauen wir zuerst mal hier hoch. Also diesen Weg hier folgen. Der führt ja
in diese Ecke da und dann wahrscheinlich wieder nach links. Eben so zickzack hat sie gesagt. Camilla. Oh. Genau, der Weg führt hier durch. Sollten wir uns das schon mal wagen? Komm. Also, es wird hoffentlich noch nicht ein Drache angreifen. Aber vielleicht sind ja Banditen oder so dort. Jetzt einfach nochmals. So. Die richtigen Zauber ausrüsten. Also ich denke, wir gehen noch nicht rein. Ich möchte natürlich noch stärker werden. Ja, das Spiel ist schon ein bisschen gnadenloser manchmal. Also, wir haben ja gesehen, die Banditen hatten dicke Plattenpanzer aus Stahl. Könnte schon schwer sein. Okay, da ist der Wachturm. Das sind aber Banditen. Okay, da ist aber auch noch einer. Ah, der hat mich gesehen. Also was ich machen kann, ist jetzt schon mal beschwören. Jetzt haben wir sie uns entdeckt, Chat. Hallo. Sie hat gar nicht reagiert, dass ich ein bisschen Flamme gekastet habe. Und nicht weiter. Also ist jetzt mal, ich muss durch. Hallo. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Nein. Oh, nein. Bandit, bleib hier. Ich will dich zuerst looten, bevor du irgendwie zerfällst. Oh, sehr schön. Ja, man hat leider nicht so viel Reichweite. Ich kann ja sonst schon tanken. Oh Gott. Aha. Amethyst, Gold, noch ein dritter Bandit. Okay. Oben gehört dem Banditen. Vielleicht nochmals casten direkt dann, wenn einer kommt. Ist nichts. Ihr hättet nie herkommen sollen. Schieß. Oh, voller Headshot. Ich habe einfach los zuzuschauen. Die armen Begleiter. Also warum Sven? Ich muss jetzt leider ein bisschen hinhalten. Na gut, ich möchte einfach nicht verletzt sein. Das macht so fest weh, dass es. Das nichts. Hier geht's noch hoch. Eine Truhe. Oh. Also, wir verdienen jetzt doch recht viel. Jetzt haben wir schon 1200. Wir könnten ein Pferd holen. Wäre eigentlich nicht schlecht, so ein Pferd. Oder wir könnten irgendwo vielleicht ein günstigeres Haus aus dem Flusswald bekommen. Ja, werden wir dann mal versuchen, irgendwo sonst noch ein Wohnhaus zu suchen. Weil die Farm ist halt auch ein bisschen weit abseits. Einfach, ja, Rorikstadt ist dort. Na gut. So. Ja, dann werden oben wahrscheinlich auch noch Banditen sein. Ödsturz, Hügelgrab, eben diese Trauger, die könnten da drin sein. Das heißt einfach, dass diese Nordgräber mit Trauger bewohnt sind. Das sind einfach alte Nords, die wahrscheinlich einballen, nein, nicht wie Mumien, sondern eher so zugedeckt wurden. Okay. Sven. Sehr schön. Oh, One Hit.
Wir sind plötzlich stärker. Wenn der schon One-Hit tot. Okay, sieht krass aus. Oh, der wurde auch noch von einem Pfeil getroffen. Ich glaube, er wurde von der Flammen, also vom Motor nach, getroffen. Ein alter Wein nehmen wir auch noch mit. So. Okay. Hier haben wir nichts. Also da weiß ich, was, das, was diese Teile sind. Einfach irgendwelche Verzierungen. Ah, das sollten vielleicht Drachenköpfe sein oder so. Vielleicht hier unten? Nö. Also scheinbar ist da einfach hier der Eingang. Buchst du hast die ganz gestorben, gib sie wieder her. Die Wildtiere leben sehr gefährlich. Also, Tempelanlagen. Okay, hier müssten wir rein. Na gut, eben. Muss halt einfach noch sein wegen dem Level. Und dann gibt es auch besseren Loot dort drin. Ey, Gott. Ich bin neben durchgegangen und hab nicht nach rechts oder so gedrückt. Ich bin fast runtergefahren, weil er mich irgendwie so ein bisschen festhängen ließ. Okay, hier könnte irgendwo noch ein Schatz sein. Das ist ein Löwe. Ah, vielleicht sind das Löwen. Nein. Das ist ein Adler, oder? Okay. Ist hier irgendwo ein Schatz? Ja, gibt leider kein Anzeichen davon. Da kommen wir niemals hoch, irgendwie. Schade. Ich hätte gerne auf der Spitze gestanden. Ja, wir gehen vielleicht sogar mal noch auf den Hals der Welt und schauen diese Ruine oder diese Festung da oben an. Könnte vielleicht den Sturmmänteln gehören. Sehr interessant. Ich fände den Namen so gut. Hals der Welt. Wieso nicht Kopf der Welt? Oh, diese Kälte. Ich werde immer so müde. Wenn ich friere. Oh Gott. Zu viel Schneesturm. Okay, ja, wir sollten vielleicht auf Sven noch warten. Sven, wo hast du dich verirrt? Hallo. Komm mal zu mir. Da bist du, okay. Ich dachte schon, du wärst oben geblieben. Vielleicht könnten wir auch hier runter, dann wäre es ein bisschen eine Abkürzung. Genau, wir müssen ja nicht zu Goldhügel gehen. Wir haben ja Sven dabei. Ich hoffe einfach, die stört sich ein bisschen mehr zu tragen. Ich glaube, der ist noch nicht so überlastet. Also ich habe noch mehr Sachen. Ja, okay, schwere Sachen nicht, aber ich habe einfach mehr Sachen noch im Inventar. Okay, das ist jetzt weniger gut. Ein Eiswolf. Ist das Stärke? Hat gute Feuerresistenz, obwohl er ein Eiswolf ist. Oh, beinahe. Hat es uns auch erwischt. Was ist das? Ah. Okay, das Feuer des toten Atronachen. Was ist das hier unten? Oh je. Okay, Riese. Ja, du kommst zu uns, sehr gut. Dachte schon, du hattest Angst. Aber das ist nicht so gut. Vielleicht schleichen?
Okay, ein Riesenlager. Aber hier gibt es keine Mammuts. Die Riesen sind auch sehr... Gott, der hat uns gesehen. Ah, da ist der Ding, der Wachturm, wo wir auch drin waren. Was hat uns jetzt gesehen? Hallo? Wer ist da? Nein, eine Vampirin. Ah. Nein. Hey, sie... Weg! Ich kann beißen. So eine Wächter von Ständer. Ah, die hat ihn beschworen. Okay. Die ist sehr stark. Ich hoffe einfach. Ja, ich muss jetzt unbedingt ein bisschen beschwören. Zaubern. Nein, 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 nein. Nicht beißen, bitte. Bin bald tot. Muss mal kurz. Nein! Gott, oh Gott. Falsche Taste. Aber schnell nochmal laufen. Und ihr dachtet, ich hätte nur ein hübsches Gesicht. Gott, wie die auch aussieht. Schnell. Aschehaufe? Ah, Gold, Wolfspelz. Oh, ein Wolf. Okay. Auch so Vampire haben mega viel Leben. Die haben gute Verteidigung. Wo ist sie denn hin? Sieh das? Hä? Unsterbliches Blut. Krankheitsheilung. Ah, das ist wahrscheinlich der Ständer. Also, ja. Okay. Ja, das war die Ständer-Schwörung. Mhm. Tunika mit Gürtel. So, jetzt, wo ist sie? Wo ist die Vampirin hier? Okay. Blutige Vampirin. Gold, Vampirstab, Vampirstiefel, Vampirrobe. Oh, okay. Ui, jetzt müssen wir aber schauen, wir müssen... aktive Effekte, Gesundheit verringert. Ey, sie hat uns nicht gebissen. Okay, dann müssen wir den Gesundheitstrank, oder wir gehen... Ich frage mich, ob ich... Ich will nicht untot sein. Das ist gefährlich. Ob ich das lassen soll? Eine gute Möglichkeit, um noch stärker zu werden. Ja, schaut euch mal an, wie stark die war. Oh je. Ich habe eine gute Idee. Weil wir einfach zu schwach sind und vielleicht auch irgendwie etwas bekommen, was uns hilft, besser Magier zu sein, dass wir ein Vampir werden könnten. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass ich mich nicht mehr gut fühle oder so. Also ich kenne es halt einfach noch ein bisschen. Ja.
weiß es nicht von wo, aber ich kenne mich ein bisschen aus mit Vampiren scheinbar. Uiuiui. Oh Gott. Ich wage mir ja etwas, ey. Kann doch nicht sein, dass ich mich jetzt drauf einlasse, ein Vampir zu werden. Oh Gott. Ich habe Angst. Ich habe noch mehr Angst bekommen. Mein Leben wird zu Ende gehen. Vielleicht bin ich ja gar nicht so, ich fühle mich vielleicht gar nicht dann tot. Und dann müsste ich Blut saugen, oder? Ich brauche doch das Blut dann. Von lebenden Wesen. Vielleicht auch Menschen. Oh Gott, ich glaube, ich muss mich heilen wieder. Ja, wir müssen jetzt noch zu dieser... wir schauen mal kurz, wie die heißt. Carlotta, genau. Wir tun jetzt mal einfach meditieren. Jetzt habe ich gerade... nicht so Lust, ja. Mich so zu, ja, das so etwas zu riskieren. Die Straße ermüdet diesen Khajiit. Okay, Werft einen Blick darauf. Was habt ihr? Habt ihr etwas Neues jetzt dieses Mal? Holzschwert? Korkwurzelpfeil. Ich glaube, da hat er immer noch das gleiche. Nein. Werft einen Blick darauf. Und ich finde irgendwie komisch, dass Sky UI, das Interface, das verbessert, nicht funktioniert. Keine Ahnung. Ich glaube, der hat alles noch die Sachen. Zugkraft. Das wäre ja eigentlich gut, aber das kostet, also diese Schuhe kosten einfach viel zu viel. Okay. Wieso liegt hier Stroh herum? Okay. Möge zwei Stroh. Euch zu warnen. Khajiit heißt euch willkommen. Und euer Geld. Ja, mein Geld bekommt ihr nicht. Je länger wird euch Himmelsrand reisen, desto verlassener wirkt das Land auf mich. Könnt ihr mich in Schleichen unterrichten? Sie werden euch nie kommen sehen. Der hat einen coolen Akzent. Ich hoffe, ihr kommt wieder, um mit uns ich zu grüßen euch, werter Reisender. Güter und Waren alle. Oh, süßes Kätzchen. Alle euch gehören. Also das Pferd werde ich jetzt mehr noch nicht holen. Wir sind auch so schnell. Wow. Coole Stimmung. Was ist jetzt für Zeit? Am Morgen, ja. Genau. Aber noch früher am Morgen. Hallo. Überlegt ihr, euch hier niederzulassen? Da steht ein Haus zum Verkauf, das Briesenheim. Ihr solltet mit dem Vogt oben in der Festung sprechen, wenn ihr Interesse daran habt. Ja, gerne dann mal. Aber kann der Preis nicht ein bisschen niedriger sein, bitte? Ja, ja. Ach komm, weiter. Ich will weiterlaufen. Ich will zu dieser Ding gehen. So. Carlotta, glaube ich. Habe ich das schon wieder ein bisschen vergessen. Am Stand ist sie noch nicht. Hier wird nicht rumgetrödelt. Hier wird nicht rumgetrödelt. Kommt da rein. So. Sagt Bescheid,
wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Dies Feuer. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Aber? Geht es euch nicht gut, Schätzchen? Ist gut. Sieht etwas krank aus. Ja, ja, uns geht's gut, also. Zu verkaufen. Begonnen Tiere in Himmelsrand. Zu verkaufen. Eine gezähmte Bergziege. Kann großes Gewicht zum Hals der Welt und zurücktragen. Gebt viel Milch. Falls ihr interessiert, an einem Kaufzeit meldet euch bei Halber in Rorikstadt. Genau, da wollten wir ja mal wieder vorbeischauen und sie kaufen. Auch sie war, glaube ich, teuer. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolda zu verkaufen. Wie dem auch sei. Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine 6 Sekunden überleben. Ihr glaubt, dass ihr es mit mir aufnehmen könnt? Warum nicht? Im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Okay, dann probiert's mal. Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde. Ja. Prügelei anfangen. 100 Goldstücke. Nur mit den Fäusten. Keine Waffe. Aber die Rüstung musst du ausziehen. Und kein Geheule. Los geht's. Okay. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Okay, die da getroffen. Oh, da, oh, oh. Ihr getroffen. Oh, oh. Vielleicht auch mal rechts. So, und dann. Oh, oh Gott. Aber sieht gut aus. Ja, wir haben ausgewichen. Oh, ich glaube, ich wurde getroffen. Oh, ich sehe jetzt auch nicht mehr gerade so gut. Oh, oh Gott. Oh, oh, oh. Und jetzt? Jetzt wieder links, komm. Rechts, rechts. Hallo. Echt? Ich kann nicht mehr. Oh, Gott. Oh, sie geht nur. Oh. Oh, wir haben gewonnen. Sheet. Boah, ich war voll aus der Puste. Da habt ihr mich aber erwischt. Ja gut, ich habe auch nicht locker gehalten lassen. Ich wollte unbedingt. Ich denke, ich habe mir die 100 Goldstücke verdient. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch. Wenn ihr mal eine Klinge an eurer Seite braucht, müsst ihr nur fragen. Würde mir gern ansehen, wie ihr mit ein paar Trollen fertig werdet. Okay, ja, gerne mal. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ihr müsst das Kämpfen wirklich lieben. Die Hitze des Gefechts ist das Feuer, das die stärksten Klingen schmiedet. Ein altes Nordsprichwort. Ja. Außerdem lässt eine wahre Nord nie eine Möglichkeit aus, sich zu beweisen. Ihr hört euch an, als würdet ihr gegen etwas oder jemanden einen großen Groll hegen. Habt ihr mit diesen Gefährten gesprochen? Zu hitzköpfig, jammerten sie. Schwache, armselige Feiglinge, allesamt. Weshalb wurde ihr von den Gefährten abgelehnt? Es war nicht meine Schuld. Ich habe ihnen immer und immer wieder gesagt, dass es ein Unfall war. Sie wollten, dass ich mich beweise. Also musste ich gegen einen jungen Burschen antreten, dem gerade erst die ersten Barthaare wuchsen. Dachten wohl, eine Frau wäre nicht stark genug, ihn zu verletzen. Ich wollte doch nicht, dass er stirbt. Warum sollte ich das wollen? Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden. Was? Ich kann doch auch zwei. Sven, wir werden Sven noch ein bisschen lassen. Ich habe jetzt keine Lust, ihn auszuräumen. Sonst haut er noch ab mit unseren Items. Ist unser Sklave. Ich will es einfach nicht, dass ich da die Items irgendwo wieder in Flusswald einsammeln muss. So, das sind wir. Die Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Okay, da war irgendjemand noch. Ist einfach verschwunden. Falls ihr Arbeit braucht. Was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Werft einen Blick. Okay, darauf. Wir holen vielleicht mal ein bisschen Feuerholz noch, aber kann ich ja auf nächstes Mal noch kurz machen. Einfach zwischen. Zeitlich. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Gut.
Ich bin hier nur für die Getränke verantwortlich. Also wir müssen jetzt unbedingt noch mit dieser Dame reden. Carlotta, die da? Fass das bitte nicht falsch auf. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Ich sollte aber auch nichts mehr. Da ist sie, okay. Carlotta, genau. Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig Anträge machen. Aber dieser Bade, der ist am schlimmsten. Michael wird euch nicht mehr belästigen. Wirklich? Ihr habt diesen Lautenspieler davon überzeugt, mir nicht mehr nachzustellen? Ja. Ich würde ja den Göttern danken, aber werde mich damit begnügen, euch zu danken. Hier habt ihr ein paar Münzen für eure Hilfe. Lebt wohl. Oh, danke schön, sehr toll. Hilft uns sehr. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Jo, besten Dank. Ich würde vielleicht auch noch etwas kaufen bei euch. Dann habt ihr wieder ein bisschen Geld zurück, aber nein, sie hat leider nur Lebensmittel. Vergesst nicht täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Ja, machen wir. Gut, eben weil ich eine Necromancer sein möchte, ich finde es einfach wirklich am coolsten, am motiviertsten, werde ich mal, denke ich mal, ein Vampir werden. Sicher cool, interessant. Aber ich werde mich auf die gute Seite stellen. Ich würde nicht unbedingt jeden töten. Vielleicht so Händler oder die Boten. Die rennen halt immer auch relativ schnell. Ja, die Bettler werde ich natürlich in Ruhe lassen. Das Adelsvolk, genau. Okay, Amren. Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Aber wenn ich meine Tochter in den Armen halte, dann weiß ich, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Worüber habt ihr beiden gestritten? Saphir gefällt es nicht, dass ich so viel Zeit mit der Suche nach dem alten Schwert meines Vaters verbringe. Er hat seine gesamte Familie mit dem Gold ernährt, das er mit dieser Waffe gemacht hat. Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Braucht ihr Hilfe, um das Schwert zu finden? Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar. Okay, machen wir gerne. Können wir dann im nächsten Part direkt machen. Im Lager stehender Strom. Da gab es ja doch auch ein Kopfgeld, hä? Ist halt nicht aus Himmelsand, oder? Nein. Da haben wir wohl etwas gemeinsam, ihr und ich. Nein, ich bin Rotwardone. Meine Familie stammt aus der kaiserlichen Provinz. Aber ich habe mein Zuhause verlassen, als ich noch ein junger Bursche war. Seither bin ich unterwegs. Gut, ich möchte Einhandwaffe trainieren. Ich kann euch ein paar Dinge beibringen. Jo, da haben wir erst Level 17, aber gut. Wenn ihr dieses Schwert findet, bringt es bitte zu mir. Okay, stehender Strom, da oben. Dann können wir eigentlich direkt hier durchgehen und dann hier zum Lager gehen. Und beim Stille Mondelager waren wir schon, da gab es auch Banditen. Genau, Drelas Hütte, das war der schlimme Alchemist, genau. Und, ist einfach zu weit weg. Gut. Jo, dann gehen wir hier nach Norden. Nach Dämmerstern. Aris Notiz zu Skalde. Okay. Gut, dann Dankeschön, dass ihr wieder dabei wart. Im nächsten Part geht's dann schon weiter. Tschüss.